Verantwortlich für die nachfolgende Sendung von Radio TV IBS Liberty ist Andreas Klamm, Journalist, Schillerstraße 31 in 67141 Neuhofen. Oder Andreas Klamm, Journalist, Postfach 1113 in 67137 Neuhofen. Telefon 0178 817 2114. Alternative Telefonnummer 06236 41 68 02. Geld und Leben. Ist Geld das Wichtigste im Leben? Wohl kaum. Jeder, der mal im Krankenhaus war, jeder, der schon einmal krank im Leben war, und davon gibt es doch sehr viele Menschen in Deutschland, die wissen, dass mit Geld nicht alle Dinge zu kaufen sind. Und dennoch wird uns tagtäglich in Deutschland das Märchen von dem Wichtigsten in dieser Welt und in Deutschland immer und immer wieder eingetrichtert. So kommt es mir oft vor. Es geht immer wieder nur ums Geld. Die Betonung liegt nur ums Geld. Wer je einmal schwer krank war und vielleicht daher auch die Hilfe des Rettungsdienstes brauchte oder auch die professionelle Pflege von staatlich geprüften Pflegefachkräften, Krankenschwestern und Krankenpfleger, die seit der Änderung des Krankenpflegegesetzes seit dem Jahr 2003, 2004 richtigerweise als Gesundheits- und Krankenschwestern und Gesundheits- und Krankenpfleger bezeichnet werden in Deutschland, die professionelle Hilfe von Ärzten brauchten, zu einem Zeitpunkt, zu dem es einem so richtig schlecht ging, sei es als Mann oder Frau. Diese Menschen, die wissen, dass Geld nicht alle Probleme lösen kann. Geld ist wichtig, ohne Zweifel. Ich erlebe das auch als Journalist im Erstberuf seit 1984, und damals war ich gerade 16 Jahre jung, und als staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenpfleger nach dreijähriger Ausbildung von 1990 bis 1993 am eigenen Leib, im eigenen Leben, was es bedeutet, nicht genug Geld zum Leben zu haben. Zu Hartz IV hatte ich sehr oft schon Stellung bezogen, Meinungen und Kommentare veröffentlicht und auch Berichte geschrieben. Hartz IV ist meiner Überzeugung nach Menschenverachtung in Deutschland und zudem auch noch ein offenkundig und klar erkennbarer Verstoß gegen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die das Recht garantiert auf freie Wahl des Berufes. Das steht so in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nachzulesen bei libertyandpeacenow.org/menschenrechte.htm. libertyandpeacenow.org/menschenrechte.htm. Da kann man das nachlesen, das ist also keine Erfindung von mir. Es gibt weltweit und universell gültig in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte das Recht auf eine freie Berufswahl. In den Jahren 1994, 95 und 96 hatte ich drei schwere Unfälle in der Folge. Unfälle, die Folgen haben sollten. Leider nicht die Folgen, die ich erhofft hatte. Ich hatte auf eine komplette Ausheilung erhofft. Dem ist leider nicht so geschehen. Und so ist eine chronische Erkrankung und die Behinderung eingetreten, die nach einem dreijährigen Gerichtsverfahren vor dem Landessozialgericht in Rheinland-Pfalz 1998 auch als Behinderung anerkannt wurde. Im Jahr 1994 hatte ich einen schweren Autounfall auf der Autobahn A81 bei Stuttgart in Horb. 1995 war es ein Unfall im Zweitberuf der Pflege, eine simple Stichverletzung mit einer infizierten Kanüle, die eine chronische Hepatitis C nach sich ziehen sollte. Und 1996, ich wollte mir nur was Gutes tun, hatte ich einen schweren Reitunfall. Ich hatte drei Situationen im Leben, und das waren, glaube ich, die drei herausragenden Situationen, die mich sehr tief beeindruckt haben.
die mich haben erkennen lassen, dass Geld in dieser Situation wenig geholfen hätte. Geholfen hatte eine damals noch bestehende Krankenversicherung. Mit der Einführung der Hartz-IV-Gesetze und der Änderung des Arbeitslosengeldes II, das heißt des Arbeitslosengeldbezuges nach gesetzlicher Änderung im Jahr 2005, hatte ich mich entschieden, Deutschland zu verlassen, weil Hartz-IV, davon spricht Deutschland und die Welt, für mich offenkundig erkennbar war, dass irgendetwas an diesem geplanten System nicht stimmt. Und diese Beweise, die können Sie ja im gesamten Internet, in jeder Tageszeitung, nahezu täglich nachlesen. Irgendwie ist es nicht ganz logisch, Menschen, beispielsweise freiberuflich tätige Pflegekräfte oder auch freiberufliche tätige Journalisten, wie ich das ja jetzt seit 1984 auch mache, dazu zu zwingen, den Beruf aufzugeben, der vielleicht doch irgendwo noch ein paar finanzielle Einkünfte sichern kann. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn, meiner Überzeugung nach. Worauf ich mich 2006 entschlossen hatte, Deutschland zu verlassen. Natürlich besuche ich meine Familie, meine Mutter, meine Schwestern und weitere Familienangehörige, soweit sie noch bestehen in Deutschland. Und beruflich werde ich immer wieder herausgefordert, auch nach Deutschland zu kommen, in Deutschland zu recherchieren, in Deutschland Radio- und Fernsehproduktionen zu realisieren, zu senden und Moderation zu gestalten, auch meine Bücher vorzustellen. Ich bin Autor von insgesamt 9 Büchern, die ich natürlich auch gerne vorstellen möchte. Und ich hoffe natürlich auch, dass es noch hier und da einige Leute gibt, die sich für Menschenrechte, für Soziales, für Pflege, für Gesellschaft, für Politik interessieren und bereit sind, auch meine Bücher zu kaufen, weil das gibt mir dann die Möglichkeit, auch finanzielle Einkünfte zu erzielen und zu beziehen, ohne dass ich dann in eine Zwangslage gezwungen werde, sprich Hartz-IV. Die Menschen, die in diese Zwangslage Hartz-IV reingezwungen werden, tun mir leid. Und ich denke, spätestens seit dem offenen Bekenntnis von Peter Hartz im März 2007, als Peter Hartz öffentlich bekannte, Hartz-IV ist Betrug, geht es auch vielen anderen Menschen so in Deutschland, dass die Menschen darüber nachdenken, was hat es mit Hartz-IV auf sich? Wie kann es ein Mensch, der an der Gesetzgebung von Hartz-IV beteiligt war und nachdem sogar das Hartz-IV-Gesetz benannt ist, Peter Hartz, als Insider mit Insider-Informationen offen und frei gestehen und heraussagen in der Bild-Zeitung und in seinem Buch Hartz-IV ist Betrug. Das sollte nachdenklich stimmen, noch mehr nachdenklich sollte es stimmen, weshalb SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU, CSU und FDP nicht öffentlich eingestehen wollen und zugeben, Hartz-IV ist ein Fehler. Es ist so schwer, als CDU-Politiker zu sagen oder als SPD-Politiker zu sagen, 2005 mussten wir davon ausgehen, dass die Idee, das Konzept nach Hartz-IV gut ist. Doch 6 Jahre später, 2011, müssen wir eingestehen, Hartz-IV ist kein tragendes System. Das funktioniert im Sinne von den Vorgaben des Grundgesetzes und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Nach dem Grundgesetz ist Deutschland ein sozialer und demokratischer Bundesstaat. Und nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gibt es dieses Recht auf die freie Wahl des Berufes. Wenn ich an meine eigene persönliche Situation denke, ich mühe mich ab mit chronischer Erkrankung, mit Behinderung und mit einer Gleichstellung als Schwerbehinderter, gleichgestellt vom Arbeitsamt in Mannheim, das heißt der Arbeitsagentur, der Agentur für Arbeit in Mannheim, seit dem Jahr 2000 gleichgestellt mit schwerbehinderten Menschen. Jeder Politiker weiß es, jeder Mensch weiß es, dass Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen ohnehin oft benachteiligt werden, obgleich dies ja nicht so sein sollte in Deutschland. Weshalb sollte ein Mensch, der es in Gutachten als Bescheinigung hat, dass er sich körperlich schonen muss aufgrund von
Wirbelsäulenverletzung aufgrund von Leberschäden und aufgrund einer chronischen Hepatitis C dazu gezwungen werden, den Beruf aufzugeben, in meinem Beispiel ist es der Beruf als Journalist, als Schriftsteller, als Autor, in dem finanzielle Einkünfte ja noch möglich sein können in der Zukunft. Während das in meinem Zweitberuf, in der Gesundheits- und Krankenpflege, nicht mehr so wahrscheinlich ist. Denn die Ärzte haben es ja schon festgestellt. Ich sollte mich körperlich schonen, ich sollte nicht mehr schwer heben, nicht mehr schwer tragen. All das kommt ja in der Pflege vor. Als Bauarbeiter kann ich mich auch nicht mehr bewerben. Da macht es dann schon eher Sinn, in dem von mir seit 1984 ausgeübten Beruf weiterzuarbeiten, als Journalist, als Autor, als Schriftsteller, als Moderator, als Radio- und Fernsehproduzent und als Herausgeber des internationalen Reise- und Nachrichtenmagazines British News Flash Magazine. Doch Hartz IV sieht es alles irgendwie anders vor und zwingt die Menschen, ihren frei gewählten Beruf aufzugeben. Daher bin ich der Überzeugung und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch Politiker der CDU, CSU, der FDP, von Bündnis 90 die Grünen und der SPD, vielleicht auch der Partei Die Linke, zur Überzeugung und zur Einsicht gelangen, dass Hartz IV nicht das Modell und das Konzept für die Zukunft ist. Es gibt in Deutschland eine wunderbare Idee, ein wunderbares Konzept für Gerechtigkeit, für viele Menschen, um nicht zu sagen fast für alle Menschen in Deutschland. Das bedingungslose Grundeinkommen. Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens sieht vor, dass alle Menschen im Monat einen Grundzahlbetrag erhalten, sprich ein Grundeinkommen. Dieses Grundeinkommen macht eben all diesen Menschen möglich zu kaufen. Denn was machen wir mit Geld? Üblicherweise geben wir Geld ja auch wieder aus, wenn wir es erhalten. Und so wäre logischerweise ja auch wieder eine Ankurbelung der Wirtschaft in Deutschland möglich. Jedes Kind in Deutschland weiß, dass wer kein Geld hat, natürlich auch nicht kaufen kann. Sonst bleiben nur zwei Alternativen. Entweder, wenn ich als Kind kein Geld habe, gibt es Bonbons geschenkt oder, und das ist nicht zu empfehlen und davon wollen wir auch besser abraten bei Radio TV IBS Sympathie, wäre es dann die zweite Alternative, die keine Alternative ist, die Bonbons zu stehlen. Doch das wäre eine Straftat und das wäre nicht gut. Daher das bedingungslose Grundeinkommen als Idee, für jeden Menschen ein monatliches Grundeinkommen zur Verfügung zu stellen, den Menschen die Freiheit zu lassen, die Tätigkeit zu erfüllen und der Tätigkeit nachzugehen, die diese Menschen erfüllen wollen und ausüben wollen. Eine Vielzahl der Menschen, mit denen ich sprechen konnte und über die Idee des Grundeinkommens und der Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens in Deutschland gesprochen habe, sind sich sicher, dass Menschen, auch wenn sie ein Grundeinkommen erhalten, monatlich, ohne die Verpflichtung zur Arbeit, ohne einen Zwang, dennoch weiter arbeiten würden. Das heißt, die Arbeitswelt in Deutschland würde garantiert nicht zusammensprechen. In so vielen Diskussionen habe ich bereits darauf aufmerksam gemacht, in Deutschland gibt es keinen Mangel an Arbeit. Es gibt Arbeit im Überfluss. Das ist kein Scherz. Es gibt definitiv keinen Mangel an Arbeit. Es gibt extrem viel Arbeit. Ich bin der Überzeugung davon, dass sich mindestens 50 Menschen, wenn ich die finanziellen Mittel hätte, da ist das Problem, Arbeit geben könnte. Da ich allerdings keine finanziellen Mittel habe, kann ich wohl kaum 50 Menschen bitten, für mich zu arbeiten, obgleich die Arbeit da ist. Das Problem liegt an den finanziellen Mitteln, zum Teil. Denn andererseits, wenn es um die Milliardenrettungen von Banken geht, dann packen unsere Politiker das Rettungspaket aus und das führt zu einem Vertrauensmissbrauch, wenn man es so bezeichnen will, oder zu einem Vertrauensbruch.
der einen Seite hören wir tagtäglich, es fehlen dort und dort die finanziellen Mittel. Und wenn es dann um die Rettung von Banken in Deutschland geht und Großbanken, dann werden die Rettungspakete mit Milliarden ausgepackt. Das führt zu Vertrauensbrüchen, das führt zu einem Misstrauen. Und die Menschen glauben dann nicht mehr, wenn man ihnen erzählt, dass überall das Geld fehlt, wenn es dann doch wieder ausgepackt wird in Milliardenrettungspaketen. Ich denke, das Problem ist in Deutschland, dass es zu wenige verantwortliche Manager und zu wenige verantwortliche politisch handelnde Menschen und Investoren gibt, die bereit sind, Geldmittel für Arbeit zur Verfügung zu stellen. Das ist das Problem. Es fehlen die Finanzmittel, das Geld, weil es irgendwo aufgetürmt wird oder im Geldspeicher verschwindet oder wo auch immer es verschwinden mag. Das wäre wohl eine Aufgabe der Finanzdirektion oder des Zollkriminalamtes herauszufinden. Ja, wo sind denn diese Blockaden? Wo verschwindet das Geld? Wo sind die Geldspeicher? Weshalb werden diese Geldmittel nicht bereitgestellt für Menschen, für die Arbeit, die es in Deutschland im Überfluss gibt? Das heißt, die Arbeit gibt es im Überfluss in Deutschland, doch es fehlen die finanziellen Mittel, um die Arbeit zu finanzieren. Das ist das Problem. Nicht das Fehlen von Arbeit. Wie kann es sein, dass in der Pflege ein Pflegenotstand droht, obgleich es extrem viele erwerbsarbeitslose Gesundheits- und Krankenschwestern, also Pflegefachkräfte in Deutschland gibt. Auch Gesundheits- und Krankenpfleger, die männliche Ausführung. Weil die Krankenhäuser unter Sparzwängen stehen, die menschlich kaum vorstellbar sind. Oder auch Altenpflegeeinrichtungen. Wie soll es möglich sein, dass zwei Krankenschwestern oder Krankenpfleger 160 Patienten in einem Altenpflegeheim im Nachtdienst versorgen? Das kann nicht möglich sein. Damit werden die Patienten, die Menschen, die zu pflegen sind, überlastet und damit werden auch die Pflegefachkräfte überlastet. Es gibt jede Menge Arbeit in Deutschland. Daran dürfte kein Zweifel bestehen. Die Frage ist, wer stellt die finanziellen Mittel für die Arbeit bereit? Ich denke, das ist die Frage, auf die es eine Antwort geben sollte. Deutschland ist laut Grundgesetz ein sozialer und demokratischer Bundesstaat. Und ich glaube, deshalb ist die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens wichtig. Und wir werden es erleben, wenn das Gute nicht blockiert wird, dass es nicht zu einem Zusammenbruch in der deutschen Arbeitswelt kommen wird. Ich bin sicher, die Menschen werden weiterhin Sinn und Beschäftigung suchen und auch in der Pflege arbeiten, sofern die Menschen dazu auch die entsprechende dreijährige Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger oder als Gesundheits- und Krankenschwester oder als Altenpfleger oder als Altenpflegerin absolviert haben. Es gibt Möglichkeiten. Und wir sollten alle verantwortlich darüber nachdenken, was für ein Deutschland der Zukunft wir uns wünschen. Ein Deutschland, in dem es soziale Gerechtigkeit und Demokratie geben kann, oder ein Deutschland, in dem jeder gegen jeden kämpft, im Kampf um Geld. Das wäre ein wahrlich trauriger Ausblick für die Zukunft. Das wäre ein wahrlich trauriges Ereignis, wenn es dazu kommen sollte in Deutschland. So sollten wir vielleicht darüber nachdenken, welche Zukunft wir den Kindern und uns selbst in Deutschland geben wollen. Politiker können umdenken und Menschen können umdenken in Deutschland. Soziale Gerechtigkeit und Demokratie, davon bin ich überzeugt, auf der Grundlage des Grundgesetzes in Deutschland und aufgrund der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, sind möglich. Es ist möglich, dass Gutes in Deutschland geschieht, sofern das Gute zugelassen wird in Deutschland. Das wäre wunderbar, wenn das Gute zugelassen wird. Und es könnte dazu führen, dass mehr Menschen in Deutschland glücklich sein werden und dass viele Dinge reibungsloser stattfinden
als es zurzeit die Situation ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Klamm. Weitere Informationen zu den Sendungen von Radio TV IBS Liberty finden Sie auch im Internet bei www.ibstelevision.org oder www.radiotvinfo.org. Ich nenne die Adresse noch einmal www.radiotvinfo.org.